Der tollste Moment war die Aufregung, dass ich hierher komme. Ich habe bei so einem Gewinnspiel bei der Schule Magischen Tiere dabei gemacht habe und dass wir eben gewonnen haben. Einen magischen Tag auf der Wintersteinschule, genau. Das war ein ganz tolles Erlebnis. Ich fand den Tag hier richtig super. Super cool, dass ich mal wieder die Schule der magischen Tiere besuchen kann. 10 Jahre ist es her, dass das erste Buch erschienen ist. Ich habe mich darum gekümmert und habe gesagt, bitte, ich möchte, dass das Buch so gut ankommt, dass ich weiterschreiben kann. Ich heiße Lisa und ich habe einen Fuchs mit. Ich habe einen Hase dabei. Ich heiße Jonas. Ich habe heute ein Video dabei und das heißt Ding. Also sensationell, wie schön das ist. Herzlich willkommen zur Lesung aus Ach du Schreck. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann wir zuletzt ein magisches Tier entdeckt haben. Krächzte Pinky und hüpfte auf die Mutterhaube. So soll es für immer und ewig sein. Mir hat es sehr gut gefallen. Wir waren in diesem Keller und sind so durch die Drehorte gelaufen. Es war cool, dass ich in den Dunkel gegangen bin. Ich finde das auch einfach cool, weil einfach die Tiere sprechen können. Ich habe die Ehre, das Buffet zu eröffnen, aber ich muss erst mal diesen Saal bewundern und bestaunen. Wie viele Seiten haben alle 14 Teile der Kernreihe der Schule der Magischen Tiere zusammen geöffnet? Ich freue mich richtig doll und würde hier gerne 1000 Mal kommen. Es war fantastisch, es war unglaublich. Ich bin total geflasht, überwältigt von dieser sehr, sehr feierlichen Stimmung, aber auch sehr, sehr herzlichen Stimmung. Also die Kinder, die strahlen einen ja an, flashen einen an und ein sehr, sehr schöner Tag für mich. Ich werde ihn nicht vergessen. So soll es für immer und ewig sein.